Leute, hier ist Dari wieder am Start. Heute zeige ich euch, wie man diese tollen Locken hinbekommt. Alles, was ihr dafür braucht, ist einfach nur Küchenpapier. Man rollt das Küchenpapier ein, so dass so eine Rolle entsteht. Das flicken wir dann in die Haare und schon nach einer Nacht habt ihr solche schönen Locken. Was will man mehr? Also, schaut zu, ich zeig's euch jetzt. Nun nehmt ihr eine Strähne, nehmt die eingerollte Küchenrolle, setzt die vorne ab, dreht die Spitzen vorne einmal herum und dreht die Haare bis zur Kopfhaut nach oben. Oben befestigen wir die Strähne. Und das macht ihr auf eurem ganzen Kopf. So müsst ihr aussehen, wenn ihr am nächsten Tag wunderschöne Locken haben möchtet. Ist total crazy, aber Leute, es ist ein toller Effekt. Also probiert's doch aus. Geklappt hat und ihr auch solche tollen Locken hinbekommen habt, dann freue ich mich doch über ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!